Wir sind jetzt gerade hier in Pyeongchang in der Bahnstation angekommen. Wir warten jetzt auf den Bus, der eigentlich schon da sein sollte. Aber die Busse fahren gerade nicht, die fahren erst 3 Stunden vor Wettkampfbeginn. Und wir wollten jetzt ins Olympische Dorf. Wir müssen jetzt überlegen, wie wir da hinkommen. Der Junge, der schafft auch noch dahin zu kommen. Ja, logisch. Die Betreuer beraten sich gerade, wie wir jetzt weiter vorgehen. Und dann schauen wir mal, wir sind jetzt hier heute circa 20 Leute. Heute lange. Und wir gucken jetzt mal, wie wir da hinkommen werden. Da hinten nochmal die Olympischen Ringe. Also wir konnten jetzt noch einen Shuttle organisieren und sind in 20 Minuten schon im Olympischen Dorf. Unser Busfahrer ist auch recht chillig. Da vorne sehen wir das Stadion, wo die Eröffnungsfeier stattgefunden hat. Und jetzt sehen wir nichts. Da vorne sehen wir schon das Olympische Dorf. Diese hohen Gebäude. Da sind die Wohnungen der Athleten drin. So, wir sind jetzt auch im Olympischen Dorf angekommen und werden jetzt hier hinter mir am Haupteingang reingehen. Da hinter mir ist der Welcome Center. Wenn wir drin sind, zeige ich euch, wie es drin aussieht. So, wir sind jetzt ins Olympische Dorf reingekommen. Hinter mir seht ihr die ganzen Flaggen. Hier hinter mir war der Eingangsbereich. Wir werden jetzt, glaube ich, zum Essen gehen, soweit ich das mitbekommen habe. Und danach uns hier das Dorf anschauen. Wir sind jetzt hier im Olympischen Dorf beim Mittagessen. Und ich bin richtig stolz hier auf meinen Salat. Also hier richtig gesundes Essen gibt es hier. Ich habe schon ein paar Sportler getroffen. Freunde, die Deutschen übernehmen den Kanal. Lisa können auch hinter sein, aber nichts. Eindeutig. Also hier das deutsche Haus. Wir werden da jetzt reingehen. Jo Leute, wir sind jetzt im Konferenzraum im deutschen Haus. Da ist Nils. Und da ist das Team D-Logo. Und meine Mütze ist verrutscht. Ich glaube, fürs Eis kommt auf den Wind, weil Lisa hat noch reichen, aber das Vloggen, dann wird nichts. Ey Jonas, was machst du für Sport? Windsurfen. Windsurfen? Ja. Also was macht man da so? Das ist, man steht auf dem Brett mit dem Segel, also ähnlich wie beim Segeln, nur viel cooler. Okay, cool. Schaut euch mal diesen gepanzerten Wagen hier an. Das ist doch unglaublich, oder? Schaut mal das Bordgeschütz da oben. So werden die Olympischen Spiele bewacht und so weiter. Also, wir fühlen uns hier auf jeden Fall alle sicher. Die Sicherheitsvorkehrungen sind echt super. Es stehen überall Leute, die einem helfen, wie da hinten zum Beispiel bei dem einen Auto. Wir laufen jetzt wieder zum deutschen Haus. Ich habe vorhin hier ein bisschen Souvenire für Deutschland eingekauft. Für Freunde und so weiter, Familie. Wir laufen jetzt ins deutsche Haus. Dort werden wir unseren Nachmittags-Snack essen. Und dann geht's weiter. Wir sind jetzt wieder im deutschen Haus gleich. Wir werden jetzt Mittag essen. Guck mal die Natur da hinten an, das ist ja wunderschön. Also wir werden da jetzt reingehen, dann gibt es Mittagessen. Dann haben wir das Treffen mit Adidas. So sieht der Eingangsbereich aus. Hier hinter mir ist die Tür. Und jetzt gibt es erstmal eine Sicherheitskontrolle wie am Flughafen. Deshalb muss ich jetzt Stopp machen. Zu meiner Rechten Laura Ludwig und sie hat die olympische Goldmedaille geholt in Rio de Janeiro zusammen mit Kira Walkenhorst in Beachvolleyball. Und du bist auch noch Weltmeisterin geworden im vergangenen Jahr. Auch herzlich willkommen hier. Hallo. Ja, Laura, ihr habt jetzt schon einige Momente hier bei den Olympischen Spielen gesehen. Ihr wart bei der Eröffnungsfeier, beim Biathlon, beim Skispringen gestern 2 Goldmedaillen bejubeln dürfen. Glücksbringer. Ja, im Sommer kennst du das ja schon mit den Goldmedaillen. Wie war das denn jetzt für dich, mal hier bei den Winterspielen zu sein? Sehr kalt erstmal. Sehr, also
andere Temperaturen, als die wir normalerweise gewohnt sind. Nein, aber es ist schon mal schön, hier auch mal als Nicht-Athlet zu sein, nicht diesen Druck mal zu verspüren. Jetzt kommt ein Eiskunstläufer. Frage an Laura. Du hast ja jetzt vorhin gesagt, vor Rio, die zwei Olympischen Spiele, wart ihr mit eurer Leistung nicht ganz zufrieden, ihr konntet nicht 100% abrufen. Wie habt ihr das dann hinbekommen, dass ihr in Rio so gut wart? Und ihr habt gesagt, oder du hast gesagt, ihr habt mit einem Psychologen auch gearbeitet. Wie habt ihr da diese Ruhe reinbekommen? Du hast ja vorhin auch gesprochen, dass ihr dann Ruhe in Rio hattet oder nicht diesen Druck. Ja, war ganz wichtig, dass wir quasi 4 Jahre uns eigentlich auf dieses Feld drauf vorbereitet haben. Dieses Feld mit diesen vielen Leuten drumherum. Dann haben wir uns immer mal wieder Routinen, oder wir haben uns über die 4 Jahre Routinen im Kopf erarbeitet, jeder individuell auch für sich, also das ist ja auch jeder sehr individuell, was man im Kopf so ein bisschen abspielen lässt, damit man wirklich immer wieder bei sich ist. Also wir haben ja dann immer vor allem unsere Ruhepunkte vorm Aufschlag, das ist ja unsere erste Waffe, dass wir da unseren Fokus haben. Und zum Beispiel in Brasilien war es ja so, dass wir ausgepfiffen wurden, ausgeblutet wurden, wirklich, wenn wir auch gegen Brasilien gespielt haben. Und da waren dann so ein Tipp auch bei meiner Psychologin, hat dann zum Beispiel mal gesagt, Laura, wenn dich das stört, wenn du weißt, dass du 5 Sinnesorgane hast und du kannst eigentlich nur 1 wirklich benutzen, also, oder beziehungsweise 1, das du benutzen, oder versuchst dich auf 1 zu konzentrieren und die Ohren kannst du ausschalten, indem du dich einfach auf den Sand konzentrierst mit den Füßen, also versuchst den zu spüren oder versuchst mehr den Ball zu spüren. Und somit kann man die Ohren ein bisschen ausschalten. Das hört sich total plausibel an, aber es hat echt funktioniert. Das war relativ spontan, so dieser Tipp. Aber sonst so diese ganzen Routinen, die man sich erarbeitet, haben wir über 4 Jahre versucht, ja, einfach zu erarbeiten. Also es geht dann auch so ein bisschen in Persönlichkeitsentwicklung und so. Wir versuchen dann auch so on und off court, also wie wir außerhalb des Feldes sind, versuchen wir auch auf dem Court zu sein, sehr authentisch, sodass wir gar nicht zu viel da reinpacken müssen, nicht zu viel Energie verbraten müssen. Um anders zu wirken oder mehr Energie reinzubringen oder ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ich haspel mich da gerade ein bisschen, aber das ist auf jeden Fall eine Arbeit über 4 Jahre gewesen mit der Psychologin. Jetzt mal Isaac und Miriam nach vorne. Ein Applaus bitte für die beiden. Ja, bitte. Auch mal geben. Genau, und ich nehme jetzt mal hier den Tisch weg. So, und die beiden haben natürlich noch ein kleines Geschenk für euch, nämlich einen kleinen Trimmi. Woo! Ja, Dankeschön! Dankeschön! Isaac. Genau, das ist das Maskottchen des Deo-Spiels. Genau, schöne Fotos jetzt noch einmal. Zu welcher Kamera? Ja. So, alle einfach nach vorne gucken. Okay, alles im Kasten. Da ist noch was Besonderes. Das ist noch viel. Muss es da hinzufügen? Das ist da. Diese Chips brauchst du nicht mal Dips. Erfrischend wie die Olympischen Spiele in Pyeongchang.